heute ein sehr guter Tag für Aston Martin Racing. Platz 2 im Qualifying. Hat der Pedro Lamy mal ordentlich einen rausgehauen heute. Ja, kann man sagen. Er hat wirklich einen super Job gemacht. Wir hatten natürlich das Glück, Start Nummer 2 zu losen beim Community Qualifying. Somit hat er wirklich eine freie Runde gehabt. Das ist dabei schon sehr, sehr entscheidend. Man hat gesehen, es war viel Verkehr gewesen. Andere hatten da weniger Glück. Aber nee, das Auto liegt super. Ja, wir wussten, schnell ist enttrocknet. Wie schnell wussten wir nicht. Jetzt haben wir gesehen, dass es wirklich gut ist. Also besten Dank an das Smart Racing und natürlich auch Wiestein, die uns zur Verfügung gestellt haben. Schauen wir mal, wie es morgen trocknet und dann wahrscheinlich im Regen bei uns für uns läuft. Ja, genau, das ist nämlich die große Frage, der Regen morgen, wie wird das Wetter? Ist Aston Martin Racing gut vorbereitet auf alle Wetterlagen hier in der Nordschleife? Ich denke mal, im Endeffekt ist es für alle gleich. Und man muss da ganz klar sagen, dass hier viele Teams sind, die richtige Erfahrungen hier haben, speziell auch im Regen. Wir sind relativ neu hier, haben noch so ein richtig starkes Regenrennen noch nie gehabt und von daher ist es so ein bisschen das Ungewisse. Also ich denke schon, wir haben eine gute Chance, wir haben ein starkes Auto, aber es wird auch ziemlich Reifenpoker und ich denke mal, da muss man sich erstmal überraschen lassen. Wie wichtig ist es denn morgen erstmal den Überblick zu behalten oder eher Vollgas, Attacke, Platz 1 und es so durchhalten? Ja, wichtig wird sein, das Auto auf der Strecke zu lassen. Wie gesagt, wenn es trocken wird oder bleibt, dann ist es etwas einfacher. Aber wenn es regnet, dann ist es hier schon sehr, sehr kritisch. Man kann es nicht vorausberechnen, man hat strikt einfach Aktor Planning und dann ist es vorbei. Von daher muss man da schon etwas aufpassen und ich denke, die Nacht überstehen, das wird das Wichtigste sein. Vielen Dank, Stefan. Danke.